Es ist hier so ein bisschen wie bei den... Waren das die Magic Crafters? Ich weiß es nicht. Ne, die Magic Crafters waren, glaube ich... Nee. Das komische Level da mit den Fuzzis. Ach. Diese... Heute ist ein Glückstag, Spyro. Die Zauberer und ich haben einen Deal ausgehandelt. Für eine kleine Gebühr helfen sie dir, die Treppe zu heben und lassen dich weiter. Wie viel willst du denn haben? Du wolltest eben für die Eishockeykarten wolltest du 800 haben. Ich sag mal 400. 600. Eine weise Entscheidung, Spyro. Ich sage den Zauberern, sie sollen die Treppe hochziehen. Und viel Glück bei der Rettung der Prinzessin oder was auch immer. Hm. Ist okay. Nimm mir nur mein Geld ab. Oh, schöne Treppe. Gefällt mir. Da oben kommen wir irgendwann später, glaube ich, hin. Ah, hier gibt es ja noch dieses lustige Rätselspiel, ne? Mit den Samen. Oh, sie hat Samen gesagt. Gehen wir erstmal hier unten und holen uns das Ei. Benjamin. Okay, was ist... Was ist das für ein Weg nach oben? Wo führt der hin? Wo führt das andere hier hin? Ich bin verwirrt. Ach Mann, ey. Hurensohn. Aber wir haben ja das Ei gekriegt. Eigentlich müssen wir bei dem Ei starten, ne? Wofür ist da ein Ausgang? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, hier starten wir wieder. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hoch. Weil ich denke, hier können wir dann den Körnerpunkt holen, da auf dieses komische Ding da. Ach, das ist das. Stirb! Was war das denn? Plopp! Okay, nochmal machen. Weil... Na! Ich höre Laufgeräusche. Nee, das geht nicht. Aber wir können das hier kaputt machen. Ach komm. Boah! Voll der Bums, ey. Okay. Ja, Spyro, ich sehe, du fällst, aber das brauchst du nicht 5 Minuten zu machen. Von hier aus ist es aber, glaube ich, easy peasy. Stirb! Hui! Mo! Gesundheit. Okay, Ach komm, ey, das ist so billig, ne? Das ging ja beim Original schon. Jetzt muss ich dann nochmal hinlatschen. Warum bist du denn schon wieder hier? Und warum sind hier manche von denen da und manche nicht? Das ist doch total... Ich verstehe das nicht. So, hier lang. Damit wir uns den Körnerpunkt holen können. Ich weiß nicht, ab wo man hier fällt und wo es gut. Keine Ahnung. So. Da. Yay! Körnerpunkt. Gut, dann wäre das schon mal erledigt. In dem Bereich hier vorne. Die Treppen gefallen mir echt schön. Mir gefallen die echt schön, ja. Genau, Julia. Ist klar. Gehen wir erstmal da unten hin. Können wir das Ganze nämlich umgehen. Ah, hallo. Guten Tag. Erzähl mal. Keine Zeit verlieren. Prinz Azrael
Gabriel und seine Katzenarmeen wollen unsere Prinzessin entführen. Mhm. Ja, die gehen aber ganz schön schnell rein. Okay, so. Ja, der macht da seinen Kram, aber ich glaube, wir düsen erstmal hier runter. So, und machen dann... ich habe Angst. Wir machen dann jetzt erstmal hier dieses Zusatzlevelchen. Also was heißt Levelchen? Das ist ja schon ein bisschen umfangreicher. Jetzt ist doch mal gut hier mit dem Kack. So. Hier gibt es ja, glaube ich, keine Gegner. Der Legende nach gibt es auf diesem Berg eine goldene Gans. Ich will als Erster auf dem Gipfel sein und sie mir schnappen. Du hast sehr gruselige Augen, mein Freund. Ich habe ein paar sofort sprießende Superwachstumssamen von einem Bären mit einer Tüte Edelsteine gekauft. Er sagte, sie seien magisch, aber bei mir passiert nichts. Du kannst gerne ein paar haben. Die Frage ist... Total hyperaktiv, der Samen, ey. die Frage ist, warum hat er eine Kette mit seinem Namen drauf um den Hals? Ist er ein Hund? Das ist die Frage. So. Wir brauchen Mr. Springy hyperaktiv Dings. Aber wir brauchen beide. Ja. Dich brauchen wir auch mal. Oh, Pilzchen. Ich mag Pilzchen. Okay. Das gleich auf die andere Seite nochmal. Kann man eigentlich komplett auf dieses... auf diesen Bereich da schießen? Geht das? Oder muss man da in die Mitte davon schießen? Ich sehe die Edelsteine hier in dem hohen Gras überhaupt nicht, ne? So, wo müssen wir denn hin? Ich würde sagen nach links, ne? Dann kommst du hier hin. Warum hat der Springgeräusche, obwohl er nicht springt? Das macht alles keinen Sinn. So. Dann. Das macht Springgeräusche, obwohl es keine macht. Also es springt ja nicht. Also es... You know what I mean. Ich glaube nicht, ne? Oh, das war erbärmlich. Also, Tatsache ist auf jeden Fall, du musst dahin, du musst dahin. Oh. Und dich nehmen wir mit. So. Edelsteine. Hier sehe ich die jetzt besser. Ja, das reicht, das sollte reichen. Ja, wunderbar. Oh. Dieses Ei auf dem Weg hierher gefunden. Ich glaube, es wurde von einer goldenen Gans gelegt. Weiter, wir sind fast ganz oben. Haha, fast ganz oben. Shelly. Oder Shelley? Shelly? Shelly. Du hast dich bisher gut geschlagen. Warum nimmst du nicht zwei weitere Samen? Ich nehme deinen Samen. Mit deinen komischen Augen. Okay, wir haben jetzt drei hiervon. Warum? Achso, okay. Macht Sinn? Ja, macht Sinn. Und ja, ich weiß, mein Controller ist jetzt bald leer. Macht auch total Sinn. Weil der noch nicht so lange... weil der schon lange an ist, sagen wir mal so.
hat alles seinen Sinn manchmal. So. Okay, man kann also anscheinend irgendwo auf diesem braunen Teil. Ah, Moment! Moment! I got it. Oder? Irgendwo musste man doch einen austauschen. Ich mach das jetzt erstmal so, vielleicht haben die das auch geändert. Aber ich bin der Meinung, dass man... Ach, Spyro, ey, mit deiner komischen Flugkacke, du kannst mich mal. Irgendwo musste man einen Samen austauschen. Oder... wegnehmen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall sowas war da. Ja. Ist auch noch der Fall. Weil wir brauchen nämlich hier unten einen. Also wir brauchen drei. Wo geht's denn weiter? Wo ist das Level hin? Wo ist das Level hin? Ach da. War da gerade ein bisschen... Da, den habe ich eben nicht gesehen. Okay. Weil, dann können wir nämlich den hier austauschen. Dann haben wir nämlich drei Pilze. Und dann kommen wir da auch lang. Oh. Mein Gott, ey. So. Jetzt aber. Da einer. Da einer hin. Kamera. So. Dann. Ja, kommen wir mal den direkt hier hinten. Den. Und dann natürlich. Nein! Nein! Weil das so unübersichtlich ist. Das war doch damals nicht so. Mann. Natürlich fangen wir wieder bei dem Spacko hier an, ey. Vollhonk. Wenigstens sind schon die ganzen dummen Edelsteine eingesammelt. Was ist das denn? Warum ist der denn noch hier? Achso, ja. Oh, Spyro, ey. Also das kotzt mich echt an in dem Spiel, ne? Beziehungsweise das war auch schon im zweiten Teil so. Im ersten Teil gab es die Funktion ja noch nicht. Aber das fuckt echt ab. So. So, dann den gelben austauschen. Ja, ja. Gott. Ich weiß, also es gab... Das kann doch nicht euer Scheiß Ernst sein. Also im Original gab es das auch. Nur dass das halt wirklich... Also da musst du schon quasi X und 3 gleichzeitig drücken. Aber das hier ist echt... bescheuert. So. Again. Da geht's lang. Nimm es in den Mund. So, und jetzt nicht in den Abgrund rennen. So, jetzt sollten wir das hier auch schaffen. Wenn wir jetzt nicht komplett verkacken. Oder Spyro komplett verkackt, wie jedes Mal. Es ist so dumm, ne?
Und das ist das Hühnchen. Yay. Das ist eine Gans, ne? Ich habe die legendäre goldene Gans gefunden. Du kannst noch eins ihrer Eier als Souvenir haben. Sieht man auch an den Füßchen, ne? Tschack. So, dann gab's hier noch was, genau. So, und jetzt müsste man, glaube ich, hier in dem Zusatzlevel alles haben. Sparks, bitte sag, dass das so ist. Das sieht gut aus. Schön. Okay, dann geht es hier weiter. Du bist so ein dummer Sch... Ich... Warum? Ich habe so oft X gedrückt. Sofa. Sofa und Couch. So. Ich habe so oft X gedrückt, ne? Es nervt mich ein bisschen. Hör auf zu schießen, du Behinderter. So, jetzt haben wir noch Steine aufs Maul kriegen. Auf damit. Oh Gott, ey, das wird noch ein Fest mit Sergeant Bird, ey. Ich sage es euch. Ich habe Prinz Azrael ins Schloss laufen sehen. Wir müssen ihn stoppen, bevor er die Prinzessin erreicht. Hier gab es auch noch so eine komische Vase, ne? Wo ist denn der andere Ritter? Da. Okay. Dann können wir hier ein bisschen was anzünden. Warum? Warum ist das so schnell explodiert? Und warum kam da nichts raus? Oder habe ich das eingesammelt, als ich getroffen wurde? Aber ich wurde ja eigentlich von der Explosion getroffen. Ach, das ist doch alles komisch. So. Okay. Hier gab es noch einen Könnerpunkt. Der ist aber easy peasy. Zauberer lassen uns nicht heiraten, also werden wir durchbrennen. Übrigens, Azrael sagt, du kannst dieses Ei haben, wenn du keinem sagst, wohin wir gehen. Sakura. Sakura. Okay, die fahren da auch noch über Luft. Okay, dann können wir jetzt nach oben. Die Vase müsste da sein, genau. Ist mal gut hier. Ah! War sehr knapp. Vase machen wir nachher, wenn wir von dem Sergeant Bird Level zurück sind. Ich würde gerne bleiben und plaudern, aber ich bin spät dran für eine Verabredung mit einer Fee. Sie ist nur eine Freundin, okay? Es ist eine rein platonische Beziehung und sicher kein Verstoß gegen das militärische Protokoll. Wie? Warum siehst du mich so an? Wo hast du gesteckt, James? Wir wollten uns vor einer Stunde im Tempel treffen. Und komm mir nicht wieder mit dieser Angelegenheit in der nationalen Sicherheit, Leier. Obwohl es eigentlich keine Rolle spielt. Der ganze Tempel ist voller fieser Katzenhexen. Wir müssen unser Date absagen. Es sei denn, du willst gegen sie kämpfen. Ja. Bitte. Aber wir holen uns erstmal den Könnerpunkt. Müssen wir nämlich hier die
die Fenster kaputt machen. Waren das nicht 6? Okay, den haben wir schon mal. So, und dann habe ich das, glaube ich, immer gemacht, dass ich mich hier so in die Mitte gestellt habe und dann kamen die immer. Genau. Das war da, glaube ich, am... Oh, kommt jetzt alle auf einmal. So, diese Raketenwerfer sind also doch nicht nur Dekoration. Tja, ich hoffe, du bist zielsicherer, als du pünktlich bist. Denn es sind noch viel mehr Hexen im Tempel. Okay, wir müssen erstmal hier uns einen Frosch holen. Okay, die sind sehr zielsuchend, muss ich sagen. Ach komm. Ach komm. Okay. Müssen wir jetzt wieder von der ersten Stufe aus anfangen? Was ist mit dem Boden los? Der Boden war doch eigentlich in der zweiten Stufe... War der doch Lava, blaue Lava, oder nicht? Wo hast du gesteckt? Ja, okay, wir müssen auch wieder beim ersten Mal anfangen. Aber den Könnerpunkt haben wir ja schon. Super. Okay, das mache ich jetzt genauso. Ich meine, hier wäre die zweite Dings wäre Lava gewesen. Oder es gibt noch eine dritte, das kann natürlich auch sein. Ich habe schon wieder eine Fensterscheibe aus Versehen kaputt gemacht. Wo seid ihr denn alle? So, da ist noch eine. Eine noch. Letzte. Komm. Wo bist du? Muss ich noch die Vase sammeln, dann haben wir das Level auch fertig. Yes. Ich bin beeindruckt, James. Es sind aber noch ein paar Hexen übrig. Ah. Und diesmal meinen sie es ernst. Sie haben sogar den Boden in tödlichen blauen Schleim verwandelt. Sei vorsichtig, okay? Jupp. Okay, das machen wir jetzt genauso wie eben gerade auch. Das hat nämlich sehr gut funktioniert. Komm. Okay, das ist doch... Nein, nein, nein. Ich bin gar nicht da. Immer schön wegdrehen. Denn was wir nicht sehen, kann uns nicht treffen. Das ist hier aber so tatsächlich. Das war aber auch so schon im Original, dass wenn wir die nicht angeguckt haben, dass die uns nicht getroffen haben. Okay, eine noch.
Wir dürfen aber auch nicht mehr getroffen werden, weil sonst sind wir auch hinüber. Yes, schön. Du hast es geschafft, James. Ich wusste, dass du nicht ohne Grund der Anführer der Kolibri-Widerstandsbewegung bist. Jetzt haben wir den Tempel für uns. Aber zuerst habe ich ein Geschenk für dich. Abby! Okay, dann können wir jetzt abhauen. Und dann können wir uns jetzt erstmal... Ich habe hier gerade einen Frosch gesehen. Können wir uns... Okay, das war ein Leben. Können wir uns jetzt erstmal noch um die Flasche. Und dann haben wir das Level beendet. Wo ist das? Auf jeden Fall hier lang. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo das war. Hier oben? Nee, da hat man das Loch gesehen. Das war irgendwo hier. Da! Okay, das ist jetzt drüben auf der anderen Seite. Oh, meine Nase! Ah! Ah! Gottes Willen. So. Okay, da kommen wir so hin. Das ist da vorne. Und das ist, glaube ich, das vorletzte. Wo kommen wir denn da hin? Da müssen wir wieder hier lang zurück. So. Getroffen werden dürfen wir ja. Lass mich in Ruhe, du Penner. So, müssen hier sein. Ja. Und das ist, glaube ich, der letzte Ort. Oder? Nee, vorne auf dem Platz. Meine Nase ist so hart am Jucken, ne? Das ist nicht mehr feierlich. Oh. Also, ach, hätten wir das nicht hier enden lassen können? Muss ich da nochmal rüber juckeln, ey. So, sind das die letzten Edelsteine? Das ist die Frage. Ja, natürlich. Sehr schön. 100% beendet. Und wir dürfen nach Hause. Ach, ich kann ja auch meine Nase intensivst kratzen. Ach. Schön. Gut, dann warten wir mal ab, ob wir jetzt noch eine Sequenz bekommen, weil das war ja quasi das letzte Level eigentlich vom Abendsee. Nö. Gut, dann ja, beenden wir das Ganze dann hiermit. Den Boss machen wir dann direkt in der nächsten Aufnahme am Anfang. Ja, ich hoffe mal, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal.